Hallo und herzlich willkommen. Heute das Thema zu dieser Lektion ist das Thema Google Ads profitabel schalten als Startup Softwareunternehmen. Okay, als Softwarefirma in der Regel meine Kunden starten also entweder als Dienstleister, dass sie Dienstleistung verkaufen, also Zeit für Geld oder Softwareentwickler skalieren und oder halt auch ein SaaS entwickeln, also ein Software-as-a-Service-Produkt und das dann versuchen zu skalieren und im Markt zu platzieren. Also wenn du noch relativ am Anfang stehst oder eventuell sogar noch ein Freelancer bist und nur in Anführungsstrichen 10K im Monat machst oder ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, im Durchschnitt aufs Jahr gesehen, also bitte nicht nur auf einen Monat reduziert, sondern immer einen Durchschnitt nehmen, dann bist du hier genau richtig in dieser Lektion. Also, in dieser Lektion möchte ich mal ein paar Mythen aus dem Weg räumen und auch ein paar Beispiele aus der Praxis, die ich immer wieder gesehen habe, auch bei Kunden, die zu mir gekommen sind in den letzten Monaten und Jahren, hier mal darstellen. Und zwar in der Art und Weise, dass man auf der einen Seite sagen viele, okay, Google Ads ist nur was für die großen Unternehmen. Auf der anderen Seite sagen sie, okay, Google Ads ist was für jeden. Und in beiden ist so ein bisschen ein Stück Wahrheit drinnen. Was ich immer wieder sehe und insbesondere bei Agenturen, die rein nur Google Ads anbieten, oder mal so rumgesagt, die richtig guten Agenturen, die nur Google Ads anbieten, für die bist du generell als kleiner Startup, Unternehmer, Freelancer oder vielleicht schon mit ein paar Angestellten, Softwareentwickler, relativ uninteressant. Die würde ich wahrscheinlich als Kunden gar nicht nehmen, weil du hast vielleicht ein Budget, sagen wir, von 900 Euro im Monat oder 1000 Euro oder 1500 oder 2000 Euro, ein Budget. Und die starten quasi vielleicht mit einer Minimum, Gebühr, Verwaltungsgebühr von 2.500 Euro. Das heißt, die Verwaltungsgebühr ist eventuell zweimal oder vielleicht sogar dreimal so teuer als wie dein aktuelles Google Ads Budget, das du eigentlich ausgeben möchtest. Also es macht überhaupt keinen Sinn und jede seriöse Agentur würde dich gar nicht als reinen AdWords-Kunden nehmen. Das ist ja genau der Grund, warum es so gut funktioniert bei uns, bei Klein Marketing, also bei meiner Agentur, bei meiner Marketing- und Vertriebsdienstleistung, die ich anbiete schon seit vielen Jahren, weil wir hier eben ganze Pakete anbieten. Das heißt, wir machen Telefonakquise, wir machen die Webseite neu, wir machen Coaching und Consulting, wir machen also ganz, ganz viele, wir machen LinkedIn ganz stark, auch operativ für unsere Kunden, SEO und so weiter. Und dann als Add-on sozusagen bieten wir auch hochgradig präzises Google Ads, Und da kannst du auch mit einem Budget von nur 1500 Euro kannst du schon sehr erfolgreich Werbung schalten, wenn du es eben richtig machst. Und die Grundvoraussetzung dafür wiederum ist eben, weil zum Beispiel, also das funktioniert bei uns so gut, weil wir einfach rein mit der Gebühr, die wir zum Beispiel verlangen, mal angenommen 500 Euro im Monat, für eine absolut minimalistische Kampagne, davon können wir nicht leben, aber wenn das nur ein Add-on ist, also ein Teil eines größeren Pakets, deswegen können wir das eben machen. Ja, und da gibt es eben nur ganz, ganz wenige Agenturen da draußen, die das so machen und die das auch gerne so machen. Also, grundsätzlich gilt das Prinzip der Spezifizität. Und diesen Begriff, den solltest du dir ganz, ganz groß an die Wand schreiben, an deine Pinnwand oder an dein Whiteboard, und einrahmen. Ja? Also heute geht es um das Thema Google Ads. Ja, für Startup-Unternehmer. Ja? Und das Erste, was wir hier berücksichtigen müssen, ist das Thema Spezifizität. Ja? Desto spezifischer du bist, hochgradig würde ich hier noch ranschreiben, hochgradig. Ja? Also so spezifisch, wie du es nur irgendwie sein kannst. Wir starten da häufig Kampagnen mit teilweise weniger wie 10 Keywords. Aber jedes dieser Keywords ist hochgradig spezifisch. Was meine ich damit?
Ja, genau das, was es eben ist. Hochgradig spezifisch, okay? Das heißt, wenn ich mal angenommen, ich mache Frontend-Entwicklung in Java für die Finanzbranche, dann ist das hochgradig spezifisch. Und ich schalte eine Werbekampagne auf das Keyword, sagen wir mal, oder Webentwicklung. Web-Apps in Java für Finanzdienstleister. Ja, wenn ich also da eine Google Ads mache und dann genau auf eine spezifische Landingpage, das ist das zweite, die ich optimiert habe, genau auf diese hochgradig spezifischen Use Case, ja, oder Dienstleistung. Use Case, Case spezifisch. Ist erstmal eine Menge Arbeit, das so spezifisch zu machen. Ist natürlich viel mehr Arbeit, als wir einfach in Google Keyword-Tool reinzugeben, Softwareentwicklung, und dann einfach irgendwie sich 50 Keywords rauszukopieren und die einfach auf die Homepage dann Werbung zu schalten mit diesen 50 Keywords, am besten noch Broad Match, und dann einfach auf die Homepage leiten, den Traffic. Hatte ich Kunden, die haben 8.000 Euro ausgegeben, mit ohne ein einziges Lead davon dann zu bekommen. Ja, ist einfach, und es gibt tatsächlich Agenturen, die das so machen, immer noch da draußen. Ja, und das ist eben genau das Problem. Ja, Agenturen, die dich als kleinen Kunden annehmen würden, die haben meistens keine Ahnung, verbrennen dadurch dein Geld. Egal wie viel Budget du dann hast, ob das 500 Euro im Monat sind, 1000, 2, 3, 4, 5000, ist völlig egal. Verbranntes Geld ist verbranntes Geld. Ja, das heißt, das ist mal das erste, Spezifizität. Ja, Punkt A ist bei der Keyword-Recherche, Punkt B, das Matchen mit der jeweiligen Landingpage, und Punkt C ist das Tracking. Ja? Und beim Tracking, ja, da gibt es irgendwie Tool-Verkäufer und links und rechts und was weiß ich alles, 10.000 Sachen, und da sind eigentlich nur zwei Sachen. Zwei Dinge sind wirklich, wirklich wichtig. Ja. Das eine ist die Conversion. Also du suchst dir eine einzige Conversion aus und die trackst du, und dann nochmal Trick und dann nochmal Klick-basiert. Klick-Tracking, das unterstützt dann nochmal sozusagen dein Conversion-Tracking. Und beim Conversion-Tracking einfach nur eine Conversion. Ja? Du hast erstmal nur eine einzige Conversion. Das ist entweder ein Download. Ich würde dir aber raten, es ist ein Termin. Ja, weil nur der wirklich ein echter Lead ist, wo du letztendlich face-to-face mit jemandem, potenziellen Neukunden, einfach im Zoom-Call sitzt, im Teams-Call sitzt, im Google-Meet-Call sitzt, ja? Einfach im Video-Call sitzen kannst. Und dann die schon in diesem Erstcall, der in der Regel noch gratis ist, dann eben einen Workshop verkaufen kannst, einen zweistündigen Folge-Call, der schon was kostet, und so weiter und so weiter. Es gibt nichts Stärkeres außer den physischen Besuch vor Ort, der, wenn du nicht nur regional bist, mit sehr viel Logistik und Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden ist. Das heißt, dieser erste Call würde ich immer digital machen und dann schon mit dem ersten Call quasi so schnell wie irgendwie möglich Geld zu verdienen, damit du deine Google Ads-Kosten wieder zurück hast. Und das ist eben mit diesem Call viel, viel stärker möglich, als wenn du jetzt halt hier eine riesige E-Mail-Liste aufbaust. Dann brauchst du wieder ein extra Tool, das die diese E-Mail-Liste automatisiert und so weiter und so weiter. Das ist also ein Riesenaufwand, der riesige, große E-Mail-Listen aufzubauen, wo du dann nur so einen ganz kleinen Anteil davon wiederum dann in den Zoom-Call oder in die eigentliche Conversion reinbringst. Also du baust einen riesigen Vorstep auf, ich weiß schon, Thema Lead-Magnet, riesiger Aufwand, hast dann am Ende im Verhältnis zum Aufwand und zum Traffic, den du da schalten musst und so weiter, nahezu kaum mehr wirklich Conversions, als wie wenn du letztendlich
insgesamt viel weniger Conversions hast, aber eben sofort den Lead. Ja? Du hast ja letztendlich den Lead, den du eigentlich willst, und zwar den Zoom-Call. Du hast ja dann auch in dem Zoom-Call die Kontaktdaten, in der Regel vernünftige Kontaktdaten, also in der Regel weißt du dann auch, das ist der ganz, ganz große Vorteil, diese Kontaktdaten sind rechtens. Also das heißt, das ist ein echter Lead. Wenn du da was davor schaltest, also wie zum Beispiel ein Lead-Magnet, was ja viele sagen, dass man das tun soll, weil das einfach ist, Leads zu sammeln, dann hast du dort nur einen Bruchteil der Leads, die sich beim Lead-Magneten eintragen, das ist manchmal nur 20% oder so, die wirklich hochwertige Leads sind. Das sind sehr viele Leute dabei, die sich einfach nur informieren wollen, die einfach komplett rausfallen aus deiner Zielgruppe, ja, obwohl du so hochspezifisch hier das gemacht hast, ja, weil sie einfach kein Geld haben, weil sie teilweise Mitbewerber sind und so weiter und so weiter. Also ich weiß es wirklich aus Erfahrung, jahrelange Erfahrung, dieses ganze Webinare, ja, Leadmagneten, Downloads, all das, alles was quasi noch vor dem Face-to-Face-Videocall kommt, weil da ist der eine Punkt, wo man sich nicht mehr verstecken kann, ja. Da wird Video angemacht, ja, im Idealfall erlaubt es dir dein Prospect auch das aufzuzeichnen, ja, und dann kannst du da wirklich Vertrauen aufbauen, also quasi das ist die Vorstufe zum persönlichen Gespräch letztendlich, ja, im B2B-Kontext, ja. Es gibt nichts Wertvolleres und da gibt's auch kein Verstecken, da gibt's auch kein, ich bin in Wirklichkeit ein Mitbewerber, ja. Nein, da weiß ich, okay, welche Firma, welche Person, welche Rolle hat der Budget, ja, nein, welches Problem, passt es zu mir und so weiter und so weiter. Also, und es ist besser, nur 20 Calls im Monat zu haben und davon konvertierst du 80%, ja, als wie 100 Calls und davon konvertierst du 20%, was im Endeffekt die gleiche Conversion ist, aber du hast eben 100 Calls und der ganze Aufwand und so weiter und so weiter. Ja? Verstehst du, was ich damit sagen will? Okay, also Quality first, das geht, also zieht sich durch wie ein roter Faden bei all meinen Videos, immer Quality, Quality, Quality. Natürlich spielt Quantität auch eine Rolle, aber ohne Qualität spielt Quantität keine Rolle. Ja, also Quality immer first, Quality first und dann Quantität. Also genau in der Reihenfolge. In diesem Sinne, bis zur nächsten Lektion. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao, dein Thomas Klein.